Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Vor Gott und dem Gesetz sind alle Menschen gleich, so heißt es doch. Ein guter Freund sagte einst in den lange vergangenen Zeiten meiner Jugend, Geld regelt. Grüße gehen raus an dieser Stelle an den fiesen Portugiesen. Du weißt, dass du gemeint bist. Und was soll ich sagen? Er hatte recht. Dass dem so ist, sieht man einmal mehr an dem Fall von Jeffrey Epstein, einem pädophilen Freund und seiner Entourage. Bevor wir uns in aller Ausführlichkeit mit der in meinen Augen persona non grata Epstein und seinen widerwärtigen pädophilen Praktiken in prominenter Runde auseinandersetzen, einen Dank vorweg. Danke an die Kanalbetreiberin vom Kanal Inakzeptabel bzw. Inakzeptabel 2. Sie hat im Rahmen eines Google Hangouts unbürokratisch und unaufgefordert positive Propaganda für das Projekt M-Files betrieben. Im Ergebnis darf ich viele neue Zuseher und Interessierte im Kreise begrüßen. Danke an alle neu Eingetroffenen und schön, dass ihr da seid. Für alle, die den Kanal noch nicht kennen, ihr findet ihren Link in der Videobeschreibung unter Unterstützer und in dem Hauptkanal verlinkt. Wenn ihr ein Interesse an offenen Gesprächen habt, seht bzw. hört da einmal hinein. Kommen wir zum unerfreulichen Thema dieses Berichtes, zum Kinderfreund Jeffrey Epstein. Um besser einschätzen zu können, mit welcher Art Mensch wir es hier zu tun haben, befassen wir uns zunächst einmal mit seinem Werdegang. Auf seinem Lebenspfad entwickelt er sich dann immer mehr zu einem Kinderfreund. Diese körperlich orientierte Zuneigung ließ er dann vermutlich ab 2001 Hunderten von minderjährigen Mädchen zukommen und vermittelte diese vermeintlich auch an seine elitären Freunde weiter. Dabei befand er sich stets in bester Gesellschaft. Seine Freunde fanden ihn bestimmt als Mensch total dufte und nicht etwa aufgrund seines exquisiten Hobbys. Seit dem 20. Januar 1953 bereichert er nun das Antlitz unseres Planeten. Geboren wurde er in New York City, aufgewachsen ist er in Brooklyn. Der Sohn einer jüdischen Familie besuchte zunächst die Lafayette High School, danach studierte er Mathematik, allerdings ohne Abschluss. Nicht nur für junge Menschen scheint er ein Händchen zu haben, denn obwohl er keinen akademischen Grad erringen konnte, unterrichtete er zwischen 1973 und 1975 Mathematik und Physik an der Dalton Privatschule. Sein Weg, eine Karriere im Finanzsektor einzuschlagen, wurde in dieser Zeit geprägt. So knüpfte er bereits Kontakte zu Ace Greenberg, dessen Vater Vorstandsvorsitzender der Investmentbank Bernsteins war. Nach seiner Zeit als Lehrkraft begann er dann auch im Jahre 1976 für die Bernstein Investmentbank zu arbeiten. Dort brachte er es dann immerhin bis zum Partner. Im Jahre 1982 gründete er dann seine eigene Vermögensverwaltung J. Epstein & Co. Diese Vermögensverwaltung war auf die dicken Fische mit einem Anlagevermögen von mindestens einer Milliarde Dollar spezialisiert. Anleger mit nur 500 Millionen Dollar lehnte er ab, sie seien zu klein. Epstein ist vom Fach. Dies sieht man auch daran, dass er 1996 den Firmensitz auf die Jungferninseln, besser gesagt auf die Insel St. Thomas verlegte und sein mit Sicherheit seriöses Unternehmen in The Financial Trust Company umbenannte. Entdecke ich hier quasi unsauberes Geschäftsgebaren? Nein, ganz im Gegenteil. Denn der US-Kongress und das Finanzministerium haben den Jungferninseln als Steuerparadies ihren Segen erteilt. So ist beispielsweise in der Newsweek zu lesen: With blessings of the US Treasury and Congress, the Islands offers 90% reduction in US corporate and personal income taxes. Much of corporate America already pays federal taxes well below the statutory 35% rate, but in the US Virgin Islands the award rate is just 3,37%. Zu Deutsch: Mit dem Segen der US-Finanzbehörden und des Kongresses bietet die Insel eine 90%ige Senkung der US-Unternehmens- und Einkommenssteuern. Ein Großteil der amerikanischen Unternehmen zahlt bereits Bundessteuern, die deutlich unter dem gesetzlichen Satz von 35% liegen. Auf den US-Virgin Islands liegt der durchschnittliche Steuersatz bei nur 3,37%. Na, wenn das mal keine Einladung ist für Firmen und Vermögende, ihre Finanzen zu optimieren. Über seine Klienten ist recht wenig bekannt, hier hält er sich sehr bedeckt. Wenn es allerdings um die öffentliche Selbstdarstellung als Gutmensch geht, ist er ganz vorne mit dabei. Wie so oft in diesen erlauchten Kreisen gründete auch Epstein eine Stiftung.
mit einer vermeintlichen Spende von 30 Millionen Dollar an die Harvard University stellte der Philanthrop 2003 seine exzellenten Verbindungen in die High Society zur Schau. Nicht nur der ehemalige Harvard-Professor Alan Dershowitz war voll des Lobes und bezeichnete unseren Kinderfreund als brillant. Der gute Herr Dershowitz wird Epstein treu bleiben, dazu später mehr. Dumm nur, dass das Image als Saubermann bereits hier befleckt ist, vermutlich so wie bei seinen einst jungen Gespielinnen. Diverse Hilfsorganisationen geben an, sie hätten die versprochenen Spenden nie erhalten. Auch an der Harvard University sollen am Ende nur 6,5 Millionen Dollar angekommen sein. Es hat den Anschein, als ob er sich als Misanthrop inszenieren wollte. Vertraute berichten, er wollte das Bild des Superreichen nach außen auf jeden Fall aufrechterhalten. Er wollte vermutlich auch seine Rolle als Vaterfigur mit den Spenden nach außen hin stärken. Unser Sugar Daddy wird mir immer sympathischer, wenn Würgereiz ein Zeichen für Sympathie ist. Bescheiden, wie er nun mal ist, bezeichnete er sich selbst als Sammler von berühmten und mächtigen Freunden. Zudem investiere er in Menschen, ob aus Politik oder aus der Wissenschaft. Das ist nun mal, was er tut, soll er gesagt haben. So jettete er im Jahre 2002 mit seinen Homies Bill Clinton, Kevin Spacey, Chris Tucker in seinem Privatjet nach Afrika, um Projekte für die HIV-Prävention zu besuchen. Hier ging es ihm mit Sicherheit nicht darum, sein Image noch weiter zu verbessern. Er wollte den Opfern bestimmt nur helfen. Bereits damals bewegte er sich also in guter Gesellschaft. Clinton hatte Lewinsky, Spacey hat Vorwürfe wegen sexuellen Übergriffen am Hals und Herr Tucker war vermutlich nur der Quotenbade. Unter den Vielfliegern seines Lolita-Expresses, so wurde sein Privatjet schnell in den eingeweihten Kreisen bekannt, zählte neben Clinton und Dershowitz auch Prinz Andrew zu den Trophäen Epsteins. Wir erinnern uns, er sammelte die Menschen geradezu. Doch auch zum jetzigen US-Präsidenten Trump soll unser Kinderfreund Verbindung gehabt haben. 2002 beschrieb Trump ihn als jemanden, der sein Privatleben genießt und der jüngere Frauen bevorzugt. Bereits in den 90er Jahren schien Epstein seine Leidenschaft für junge Frauen entdeckt zu haben. So berichtete er dem Kolumnist Michael Wolff, dass er als Gast im Lolita Express geflogen sei. Im Flieger sei Epstein von drei Teenagern im Alter von 18 bis 20 begleitet worden. Im Gegensatz zu seinen finanziellen Geschäften macht er aus seiner Neigung zu jungen Mädchen kein Geheimnis. So soll er 2005 zu Wolff gesagt haben: "Was soll ich sagen? Ich mag junge Mädchen." Wolff erwiderte, er solle doch lieber von jungen Frauen sprechen. So, junge Mädchen. Also, ob seine Finanzgeschäfte, die sicherlich total seriös sind, nicht schon verdächtig genug erscheinen, kommen wir nun zu seinem vermeintlich liebsten Hobby. Denn wie schon so oft betont meinerseits, er war ein Kinderfreund. Nun wurde er also wieder in New York festgenommen, eben wegen der Vorwürfe aus den Jahren zuvor. Seine Vergangenheit holt ihn also ein. Zu beachten ist allerdings, dass er sich bereits 2007 mehr oder weniger aus der Schlinge ziehen konnte bzw. von seinen einflussreichen Freunden gezogen wurde. Dazu kommen wir später. Was genau wird unserem Kinderfreund denn nun vorgeworfen? Unser Sugar Daddy soll zwischen 2002 und 2005 in seinen Häusern in Florida und New York einen Haufen Minderjährige zu sexuellen Handlungen missbraucht haben bzw. sie zur Prostitution angestiftet haben. Wie eben schon gehört, ging das Schmierentheater vermutlich bereits in den 90er Jahren los. Die aktuelle Anklage wirft ihm Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vor. Der bereits vorbestrafte Sexualstraftäter weist alle erneuten Anschuldigungen von sich. Einigen Zeugen zufolge soll seine Sekretärin und die Hausangestellten die Organisation und die Terminvorgabe für den Zustrom von immer neuen Mädchen abgewickelt haben. Die Bezahlung der Mädchen erfolgte Cash. Auch soll er die Teenager an seine reichen und mächtigen Freunde vermietet haben. Natürlich besteht bei den Mittätern kein großes Interesse daran, dass sämtliche pikanten Details an das Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden.
Lasst uns nun dazu kommen, wie er bereits damals seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte. Hier dient mir ein sehr guter Bericht vom Miami Herald als Grundlage. Diesen findet ihr auch, wie alles andere, bei den Quellenangaben. Der Justizskandal begann im Oktober 2007 mit einem ungewöhnlichen Treffen vom damaligen Bundesstaatsanwalt in Florida, Alexander Acosta, und dem ausstrebenden Staatsanwalt Jay Lefkowski, welcher von Bush etabliert worden war. Das Treffen fand nicht etwa im Büro des Staatsanwaltes statt, sondern in einem Hotel in West Palm Beach zum Frühstück. Epstein war Klient von Lefkowitz. Dieser sollte die Verteidigung übernehmen, da sich Epstein diversen Anschuldigungen ausgesetzt sah. Er soll ein kultähnliches Netzwerk aufgebaut haben, dessen Sinn es war, Minderjährige für sexuelle Handlungen zu rekrutieren. Die damalige Anklageschrift war 53 Seiten lang. Man rechnete damit, dass er lebenslang hinter Gittern wandern würde. Aber wie heißt es? Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Bei diesem konspirativen Treffen in dem Hotel wurde allerdings ein Abkommen geschlossen, welches das wahre Ausmaß seiner Verbrechen verschleiern sollte. Dieser Deal wurde als Non-Prosecution Arrangement bekannt, also eine Nicht-Verfolgungsvereinbarung. Nicht nur die Ermittlungen des FBI wurden unterlaufen, man wollte nicht, dass weitere Opfer bekannt wurden. Im Rahmen dieses Paktes wurde geregelt, dass sich Epstein für nur 2 Fälle der Prostitution vor dem Landgericht schuldig bekennen sollte. So würde er und seine 4 Mittäter dann im Gegenzug Immunität vor Ermittlungen auf Bundesebene erhalten. Aber es kommt noch besser. Nicht nur er und die 4 bekannten Mittäter sollten Immunität bekommen, sondern auch alle möglichen unbekannten Mittäter und Verschwörer. Die Vereinbarung blieb dann auch bis nach der Genehmigung des Richters unter Verschluss, sodass weder durch die Opfer noch durch sonst jemanden eine Torpedierung erfolgen konnte. Wie ich bereits zu Beginn sagte, Geld regelt. Seine Opfer fühlten sich zu Recht von der Judikative hintergangen. Justitia ist in der Tat oft blind. Der freundliche Herr Acosta war derweilen Arbeitsminister unter Trump und somit auch für das Menschenrechts- und Menschenhandelsressort zuständig, welch bittersüße Ironie. Im Rahmen der aktuellen Ermittlungen gegen den Kinderfreund Epstein nahm Herr Acosta nun seinen Hut und trat von seinen Ämtern zurück. Ob er für sich auch einen Deal aushandeln kann, falls er eines Tages juristisch belangt wird? Die Vereinbarung brachte auch jegliche internationalen Untersuchungen zu Fall, welche die Existenz eines möglichen Kinderschinderringes auf internationaler Ebene hätte belegen können. Epstein suchte gezielt Mädchen aus sozial schwächeren Familien aus. Diese waren einfacher mit Geld zu locken. Sie bekamen pro Massageeinsatz zwischen $200 und $300. Zudem rekrutierten diese Mädchen auch immer wieder Nachschub. Zwischen 2001 und 2006 soll es allein 80 identifizierte Opfer gegeben haben. Einige davon schafften einen normalen Lebensweg, einige andere erlitten Traumata oder Depressionen oder endeten als Junkie. Wie bereits erwähnt, er musste sich in 2 Fällen schuldig bekennen und als Sexualstraftäter registrieren lassen. Des Weiteren wurden einigen Opfern Schmerzensgeld gezahlt. Bevor diese Kompensationszahlungen ausgezahlt wurden, durchleuchteten die Anwälte des Täters einige Opfer bis in die letzte Ecke, um diese zu diskreditieren und als geldgeil darzustellen. Also die Anwälte eines Vermögensverwalters, der nur für Kunden ab einer Anlagesumme von mindestens $1 Milliarde arbeitet, wollte seine Opfer als geldgeil darstellen. Ich fall vom Glauben ab. Diese aggressive Verteidigungsstrategie ging so weit, dass man ein 14-jähriges Mädchen als Prostituierte titulierte und darstellte. Auch wurden Privatdetektive auf die Opfer angesetzt, die sich als Polizeibeamte ausgaben, um belastetes Material über die Opfer zu sammeln. Was diesem Fall eine zusätzliche Dimension der Brisanz verleiht, ist die Tatsache, dass es eine regelrechte Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft, die ja eigentlich für die Anklage zuständig ist, und den Anwälten von Epstein gegeben hat. Schuld an dieser überengagierten Zusammenarbeit mit dem Anwaltsteam von Epstein soll der übermäßige Druck gewesen sein, der auf Acosta ausgeübt worden ist. Mensch, der Arme. Ob er in dem Hotel einen schwarzen Koffer erhalten hat, ist nicht bekannt.
Zum Team der Verteidiger gehörten unter anderem Alan Dreschkowitz. Ihr erinnert euch, das ist der Professor, der Epstein als brillant darstellte und selbst regelmäßiger Passagier im Lolita Express war. Man versuchte nicht nur, die Opfer vom Prozess fernzuhalten, sondern auch die Presse. So versuchte man beispielsweise, den Prozess nicht in Palm Beach stattfinden zu lassen, sondern am Bezirksgericht in Miami, in der Hoffnung, die Berichterstattung so begrenzen zu können. Die erste Verurteilung bzw. außergerichtliche Einigung erfolgt dann am 30.07.2008 vor dem Landesgericht in Palm Beach County. Von den bis dahin 36 identifizierten Opfern waren allerdings keine im Gericht anwesend. Erst durch die mediale Berichterstattung erfuhren sie von dem Prozess. Dies sorgte bei den Opfern zu Recht für Verunsicherungen, da man ihnen auch immer wieder versichert hätte, es würde auch Ermittlungen auf Bundesebene geben. Der Angeklagte bekannte sich, wie im Deal abgemacht, der Anstiftung zur Prostitution für schuldig, davon einmal mit einer Minderjährigen. Seine Strafe ist ebenso fragwürdig wie die vorangegangenen Vorgänge. Er wird zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, von denen er 14 Monate absitzt. So weit, so schlecht und lächerlich. Wer jetzt glaubt, dass unser Kinderfreund in den normalen Vollzug gegangen wäre, der täuscht sich gewaltig. Vermutlich nicht zuletzt aufgrund seiner einflussreichen Freunde verbüßt er seine Strafe in einer Art privaten Luxusknast in einem eigenen Flügel. Hier darf er sich beispielsweise sein eigenes Wachpersonal einstellen und auch ein Fahrer bringt ihn pro Tag 12 Stunden lang in sein Büro. Auch weiblichen Besuch soll er empfangen haben dürfen. Als nun verurteilter Sexualstraftäter durfte er sich auch seine Psychologin selbst aussuchen. Nach der sogenannten Haftstrafe stand jedoch noch ein Jahr Hausarrest auf dem Programm, allerdings immer wieder unterbrochen von Reisen in sein Privatjet nach Manhattan und zu seiner Privatinsel Little St. James, die auch als Pedo-Insel bekannt ist. Alle Reisen wurden übrigens von dem Gericht genehmigt. Im Rahmen des aktuellen Prozesses soll er bereits verlautbart haben, dass er die Mädchen damals mit dem Wissen an seine mächtigen Freunde vermietete, weil er sie dann in der Tasche hätte. Wenn ich mir den bisherigen Verlauf der Ereignisse anschaue, scheint er damit leider recht behalten zu haben. Sollte sich unser Kinderfreund diesmal tatsächlich einem ordentlichen Verfahren stellen müssen, so drohen ihm bis zu 45 Jahre Haft. Doch auch im aktuellen Prozess betreibt er bereits fleißig Vorsorge, denn am strategischen Geschick fehlt es ihm ja nicht. So soll er insgesamt $350.000 an zwei Mitverschwörer gezahlt haben, die ihm ansonsten hätten gefährlich werden können. So berichtet es die New York Times. Also, wenn ich mir den Fall und sein Vorgehen schon von 2008 ins Gedächtnis rufe, gehe ich mal stark davon aus, dass es nicht die einzigen Gegenmaßnahmen sind, die Epstein hier ergreift, um das Schlimmste für sich zu verhindern. Kommen wir zum Ende dieses Protokolls der pädophilen Prominenz. Was meint ihr? Schafft es unser Kinderfreund, ist ein weiteres Mal die Justiz an der Nase herumzuführen? Und zieht vielleicht vermeintlich im Hintergrund tatsächlich ein Kinderschänderring auf internationaler Ebene die Fäden? Meines Erachtens sollten alle Beteiligten, die schon beim ersten Prozess für einen solch glimpflichen Ausgang gesorgt haben, ihrer gerechten, harten Strafe umgehend zugeführt werden. Zudem denke ich, dass die Verbindungen ins Zentrum der Macht in diesem Fall mehr als offensichtlich sind. Ich werde auf jeden Fall den Prozess weiter beobachten und für euch am Ball bleiben. Ich freue mich auf jeden Fall mit euch, wie immer in den Kommentaren zu diskutieren. Wenn ihr mich und den Kanal unterstützen möchtet, liked oder disliked das Video und teilt es fleißig. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert bitte, denn ihr wisst ja, für euch ein kleiner Klick, für mich ein großer Schritt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.